An der Birekstrasse Luzern ist gestern kurz vor dem 5 Uhr ein Überfall passiert. Wir haben darüber berichtet. Ein unbekannter Täter hat den Geschäftsführer des Fasnachtsbazar in der Tiefgarage bedroht. Einzelheiten hat Alejandro Jiménez. Wie der Geschäftsführer des Fasnachtsbazar heute Morgen gegenüber Tele 1 bestätigt hat, war der Laden schon zu, wo ihn ein unbekannter Täter gestern um 10 vor 5 Uhr in der Tiefgarage überfallen und ihn mit einer Waffe bedroht hat. Der Täter hat ihn mit Handschellen als Lenkrad von seinem Auto gekettet und sei dann mit seiner Beute davon. Erbeutet hat der Dieb den ganzen Tagesumsatz, den Schlüssel und das Handy vom Geschäftsführer. Der Täter hat während der Tat ironischerweise eine Fasnachtsmaske getragen. Verletzt wurde ist bei diesem Vorfall niemand. Kurz nach der Tat war gestern die Polizei vor Ort und hat in der Umgebung des Fasnachtsbazar nach der Tatwaffe, der Beute und nach Hinweisen auf den Täter gesucht. Ein Polizist in Zivil hat die Mitarbeiter des Fasnachtsbazar befragt. Der Täter hat Hochdeutsch geredet, ist ca. 1,80 bis 1,85 gross, sei von mittlerer Statur und hat dunkle Kleider an. Beim Überfall hat er eine braune Fasnachtsmaske aus Gummi getragen. Von der Luzerner Polizei ist heute niemand für ein Interview zur Verfügung gestanden.